Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The JoCraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, ausgeleuchtet hier im Redstone Rotsteinpark zusammen mit Janus. Hallo Janus. Jo, hallihallo Leute. Schaut euch das mal an. Ich habe hier unsere Pose, das sind alle nur Poser, rekonstruiert. Oh mein Gott, worum geht es? Es geht um unseren Splash, Water Slide. Wir haben noch keinen richtig guten Namen dafür. Wir haben das, glaube ich, erstmal provisorisch die Wilde Wasserbahn benannt. Aber falls euch ein kreativer Name einfällt, nur raus damit. Schreibt ihn in die Kommentare und vielleicht tauschen wir noch den einen oder anderen Namen aus. Das gilt allgemein für andere Fahrgeschäfte auch. Wenn ihr noch Ideen habt, wie man die anders hätte nennen können, nur raus damit, Leute. Das ganze Projekt ist Work in Progress und ich glaube, wir nehmen Vorschläge dankend an. Ne? Jo, genau. Also wenn ihr da coole Sachen habt, dann immer her damit. So, das sieht schon mal gut aus. Wenn der Reit hier vorbeifährt, wird hier ein Foto gemacht. Das heißt, die Pose, die man hier hat, wird quasi übernommen. Und die Idee ist die folgende. Wir wollen jetzt hier oben nachher eine Fotobox machen. Janus ist gerade fleißig dabei, den Eingang zu bauen. Sieht toll aus. Wirklich schön sieht das aus. Es gefällt, sagt mir sehr zu, das zu sein. Sehr Freizeitparkstypisch, auch hier mit den Zäunen, durch die man durchguckt. I like that. Really. Das ist gut, das ist gut. Beim Ausgang musst du diese gesamte Fläche freilassen, weil es... Ich weiß, weil du sonst nicht aussteigen kannst. Genau. Wir müssen jetzt eine kleine Box machen und... Was in die Box da reinkommt, in dieses Fotozeug, das machen wir jetzt, Leute. Und zwar soll man eine Vorschau des Fotos sehen. In der Vorschau ist natürlich nicht der Spielerkopf des Spielers zu sehen, aber die Vorschau ist auch sehr verpixelt und sehr klein. Und wenn man die mit einem Rechtsklick anklickt, dann wird man hier rein teleportiert und gleichzeitig wird da der Spielerhead von dem richtigen Spieler draufgesetzt, dass man den Eindruck hat, als ob man wirklich gerade selber im Foto gefangen worden ist. Zusätzlich haben wir noch hier das... Splash, ne? Das ist so ein Live-Foto. Das kennt man vielleicht von vielen modernen Handys, die das machen. Ein Foto, was den Moment wirklich mit Wasserbewegung etc. einfängt. Ich habe hier eine kleine Lichtbox aufgebaut, dass das Ganze gut ausgeleuchtet ist. Also wunderbar. Okidoki. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir gehen jetzt hier rein und machen jetzt einmal unser Standardfoto. Tsching! Das ist jetzt quasi dieses Foto, was ich gerade gemacht habe. Dieses Foto wollen wir jetzt in eine Minecraft-Map übertragen. Das habe ich jetzt lange nicht mehr gemacht. Mal gucken, ob ich es noch drauf habe. Also, Datei. Wir müssen uns erstmal eine Minecraft-Map erstellen. Ich weiß gerade nicht, wie groß die sind. Ich glaube, es ist egal, wie groß die sind. Ich habe hier eine Webseite gefunden, die macht das online. Probieren wir mal was aus. Ich nehme jetzt mal als Größe... Weißt du, wie groß eine Minecraft-Map ist von der Auflösung her? War es 128? Ich glaube, es war 128 mal 128. Ja, ich glaube auch. Also das hört sich irgendwie richtig für mich an. Ne, 64 mal 64 war es nicht. Meine, es war 128 mal 128. Würde ich jetzt pokern. Das ist die Auflösung einer Minecraft-Map. In Minecraft gibt es ja diese Maps, die könnt ihr öffnen. Ne? Die zeigen euch dann eine Übersicht an. Und ich glaube, dass das die Auflösung ist. Das heißt, wir ziehen jetzt hier unser Foto rein. Das wird genau auch schon sofort zentriert. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass wenn wir das jetzt skalieren, dieses Foto, dass das richtig skaliert wird. Jetzt wird sportlich. Ich glaube auch, das kann noch, da kann Lustiges rauskommen. Ja, bin mal gespannt. So, gehen wir mal in das Foto rein. Erstmal wählen wir das ab. Wir möchten das ganze Foto skalieren. So, jetzt hält ich mal Steuerung hier gedrückt. Wir skalieren das Foto mal runter auf die Höhe der Minecraft. Wichtig ist, dass wir hier bei der Interpolation keine einstellen. Das ist wichtig. Interpolation bedeutet, wenn man ein Foto skaliert, dann kann das Programm versuchen, das ein bisschen zu verwischen oder das Ganze ein wenig zu verschwimmen, sodass das ein bisschen schöner und schärfer wird. Wenn wir mit Minecraft arbeiten, keine Interpolation. Wir wollen es pixelgenau verkleinern. So, mal, wie klein können wir gehen? Das ist schon zu klein. Wir gehen mal ein bisschen größer. Lassen wir es mal so und skalieren das Ganze. Ihr seht, zack, schon ist es verpixelt. Aber das ist gut verpixelt. Das gefällt mir richtig gut. Das gefällt mir. Verschieben das nochmal ein bisschen, ne? Ja, vielleicht machen wir sogar noch kleiner. Wir gucken jetzt mal, wie das Ergebnis ist später. In Minecraft, das Problem ist, in Minecraft gibt es eine sehr, sehr geringe Farbenpalette. Was das bedeutet, werdet ihr gleich sehen. Das Foto wird noch schlimmer aussehen, wenn wir es gleich in Minecraft übertragen. Aber erstmal ist das unsere erste Datei. Die speichern wir auf dem Desktop als... Foto.png. So, überschreiben, speichern, fertig. Jetzt gehen wir auf diese Webseite, wählen hier mal unsere Foto.png aus, die wir hier haben. So, zack. Was? Ah, ne. Okay, gut. Genau, Color Space Lava ist das. Josef, könntest du, wenn du gerade da unten bist, einmal das Minecart einmal anschieben? Mhm. Das Boot fährt theoretisch durch alles durch über den Armorstein, ne? Ja, genau, das würde da durchfahren. Das macht es. Könnte nur vielleicht komisch aussehen. Aber das würde funktionieren, was du hier vorhast. Vergiss nicht die Position, wo das Boot hält. Sind einmal hier. Warte mal, ich markiere das mal ganz kurz. Mhm. Da und da. Das sind die Positionen, wo das Boot hält. Vielleicht solltest du gucken, dass du da vielleicht keine Säule reinmachst, weil ich würde es gerne machen, damit wir die Symmetrie haben. Deine Symmetrie. Die können immer noch hier am Steg entlang gehen, Josef. Ja, ist okay. Ist mir. Das muss ja auch mit. Okay, wir schauen uns mal kurz an. Die Colors sind okay. Auch Many-Maps. Genau, jetzt müssen wir hier sagen, welche Nummer die Map hat. Das ist jetzt eine sehr, 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 sehr spannende Frage. Und zwar, welche Nummer unsere Map hat. Das ist eine gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Im aktuellen Build der Redstone World, wenn wir uns das mal angucken, ich habe hier das aktuelle Build liegen, haben wir schon Maps drin. Die finden sich unter Data. Da sind alle Maps. Ihr seht, das sind schon alles Minecraft-Maps. Ich würde sagen, wir beginnen den Zähler ab 10.000 für alles Mögliche. Das heißt, wir müssen jetzt einen Bereich haben. Alles im Freizeitpark hat einen ID-Wert von 10.000 angefangen. Das heißt, die erste Map ist 10.001. Das heißt, von 10.000 bis 10.000, nee, von 10.000 bis 19.999 sind Maps für den Freizeitpark. Alles darüber könnte dann Redstone Stern sein, etc., 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 bla. So. Jetzt kreieren wir die Files. Das ist ja geil, dass das so gut funktioniert. Diese Webseite macht echt einen guten Job, kann ich euch empfehlen. Ich habe einfach gegoogelt, ne, das ist die Webseite mc-map.djfun.de und da habe ich auch schon die Datei. Perfekt. Das ist eine Minecraft-Map-Datei. Die muss ich jetzt einmal kurz auf den Server schieben. Das ist jetzt auch noch eine interessante Sache. Das darf ich euch leider nicht zeigen, wie ich das mache, denn es könnten dabei ein paar Daten zu sehen sein, die ihr nicht sehen dürft. Deshalb rede ich jetzt einfach mal, während ich das jetzt hier mache. So, die Datei ist jetzt auf dem Server drauf. Und nun müssen wir einmal den Server neu starten, Janus. Achtung, schwupp, der Server wird neu gestartet. Ey, Josef. Während der Server neu gestartet wird. Ah, alles kaputt. So, während der Server neu gestartet wird, merken wir uns, die Datei heißt ja 10.001. Und jetzt können wir hier machen folgendes. Give. Wir geben uns eine Filled Map. So, und die Map-ID ist 10.001. 100. Habe ich das richtig eingegeben? 1, 3 mal 0, 1. Gucken wir hier, 1, 3 mal 0, 1, genau. Das ist wichtig, dass wir das jetzt eingeben, dass wir genau diese Map haben wollen. Das ist nämlich die Map, die wir jetzt gerade erstellt haben mit diesem Browser. Und wenn alles geklappt hat, müsste die Map jetzt auch geladen werden. Wir warten mal eben kurz, bis der Server wieder bereit ist. Der müsste aber recht schnell wieder bereit sein. Okay. Ja, ich komme schon drauf. Und jetzt kommt die Wahrheit. Gucken wir uns das mal an. 3, 2, 1. Wupp, da ist die Map. Und yes! Gut. Good game, Leute. Es hat astrein funktioniert. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt ein Frame nehmen. Und jetzt ist halt die Frage, wie wir es aufbauen. Jetzt kommt der technische Aufbau dahinter. Das heißt, Janus wird das nachher nochmal schön machen. Wir können das Ding verstecken, aber eben kurz zur Technik. Und zwar, man kann jetzt ja einen Rechtsklick auf die Map machen. Dann wird die Map einmal gedreht. Ne? Und das können wir, glaube ich, auslesen, wie die Map gedreht worden ist. Schauen wir mal ganz kurz, ob da irgendwas drin steht bezüglich Teil X. Teil Z, Falling Count, steht da irgendwo. Rotation 270. Rotation 270. Jetzt ist die Rotation auch bei 270. Hm. Irgendwo müsste ja stehen, wie weit die Map gedreht ist. Ich finde diesen Datenwert gerade nicht. Item Rotation 5b. Okay. Item Rotation, da steht es. Item Rotation 0b. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir per Command Block das Ding drehen können. Richtig wichtig. Können wir per Command Block das Ding drehen? Probieren wir es mal aus. Data Merge Entity. So, wir mergen dem jetzt etwas. Und zwar... Nee. Wir modifizieren etwas. Wir modifizieren etwas. Und zwar, was modifizieren wir? Jetzt muss ich mich ganz kurz konzentrieren. Wir modifizieren das hier. Item Rotation. Und wir setzen Value 0. Ja. Und wir sehen, Leute, wir können per Command Block das Ding wieder berichtigen. Seht ihr das? Gut, was wir jetzt machen können ist, wir machen hier hinter einen Redstone-Komparator. Der gibt uns ja einen Output, solange das Ding gedreht ist. Also, sobald das Gerät ist, gibt es einen Output. Habt ihr schon gesehen, ne? Und der Output soll dann einen Command-Block aktivieren. Jetzt müssen wir natürlich den Output einmal kurz beschränken. Und zwar eben, dass halt der Output, ja, ist ja standardmäßig, soll er beschränkt sein. Gut, okay, das heißt jedes Mal, pass auf, ich mache hier eine Lampe hin. Jedes Mal, wenn das Ding hier gedreht wird, geht die Lampe an. Und jedes Mal, wenn die Lampe angeht, kann auch anstelle der Lampe, die hier angegangen ist, einfach, ach, guck mal, das ist interessant. Okay, 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 das ist doch nicht so leicht. Ich dachte gerade daran, man könnte Command-Block jetzt hier hin machen und der Command-Block kann dann diesen Befehl ausführen, der das Ding quasi wieder zurückdreht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das drehe, dreht sich das wieder zurück. Ja, das heißt, ihr seht es, Leute, ich kann hier einen Rechtsklick drauf machen auf die Map und jedes Mal, wenn ich einen Rechtsklick auf die Map mache, wird dieser Command-Block ausgeführt. Das bedeutet, auch der Command-Block wird ausgeführt. Say, Click. Ihr seht, da steht jetzt Click und wenn ich drauf drücke, steht Click im Chat. Das heißt, ich kann rausfinden, dass ich gerade da drauf gedrückt habe. Ist das nicht krass? Das ist so eine perfekte Technik. Gut, Janus, jetzt müssen wir mal ein kleines Fotolabor bauen, in dem wir so die Fotos nebeneinander machen. Denn jetzt muss ein bisschen was passieren. Also wir können jetzt da draufklicken. Erstmal muss es verallgemeinert werden, dass es quasi für alles möglich geht. Deshalb Typ, das ist jetzt unwichtig, was ich gerade eingebe, Leute, das muss euch jetzt nicht interessieren. Das ist ein Item Frame, ne? Item Frame. Limit 1, Sort, Nearest, Distance, mindestens 1, 2, 3, 4 Blöcke entfernt. Gut, das sollte jetzt immer noch funktionieren. Ja, funktioniert. Gut. Dann ist der nächste Schritt, dass wir, jetzt ist mein Pass abgelaufen, dass wir diese beiden Befehle ausführen. Die sind von Redstone Crafting ja erstellt worden. Vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Und zwar soll eine kleine Befehlskette ausgeführt werden. Das machen wir mal so hier herunter. Der erste Befehl, der ausgeführt wird, ist der, danach wird der Befehl ausgeführt. Dieser Befehl überschreibt diese Kiste. In der Kiste drin ist aktuell nichts. Der Befehl macht jetzt in die Kiste rein, mein Spielerkopf. Das heißt, ihr seht, in der Kiste ist nichts drin, ja. In der Kiste ist aktuell nichts drin. Ich drücke hier drauf und jetzt ist in der Kiste mein Spielerkopf. Geil, oder? Ist das mal nicht geil? So. Der nächste Schritt wird sein, dass das, was in der Kiste ist, auf den Armor-Stand hier unten gesetzt werden muss. Und zwar auf dieses Ding hier. Da muss das jetzt draufgesetzt werden. Und das ist jetzt ein bisschen doof. Wir müssen nämlich hier dem Armor-Stand, auf dem wir es draufsetzen, nochmal einen extra Tag geben. Finde das Ding. Da ist das Ding. So, Komma, papap, so, View P. Das ist der Tag. Damit können wir diesen Armor-Stand auswählen. Gut. Auf den Armor-Stand drauf soll mein Playhead draufgesetzt werden. Das machen wir jetzt hier mit einem sehr, sehr, sehr komplexen Befehl. Wir modifizieren den Typ eines Armor-Stands, Limit 1, Sort Nearest, Tag gleich. Und da kommt jetzt der Tag-Name dieses Armor-Stands rein. So, zack. Und wir modifizieren, dass der Kopf da links gemacht wird. Das heißt, wir drücken hier drauf und jetzt sollte hier unten mein Spielerhead drauf sein. Nein, hat nicht geklappt. Das bedeutet, irgendwo ist was schief gegangen. Ich weiß auch schon, wo der Command-Block war nicht an. Jetzt mache ich den Command-Block an. Jetzt ist er an. Wir drücken drauf und jetzt müsste mein Spielerhead da sein. Ja, hat geklappt. Ihr seht, da ist mein Spielerhead. Dann passieren noch zwei weitere Dinge und zwar zwei Command-Blöcke. Der eine macht folgendes. Game Mode Spectator at P Distance 10 maximal und dann execute as at P Distance 10 run spectate und jetzt werden wir eingeben, dass dieser Armor Stand, den wir gerade, dass wir jetzt diesen View Armor Stand spectaten und dann sind wir auch schon fertig, Leute. Also das ist richtig geil. Spectate Tag. Hörst du mich noch, Janus? Ja, ich höre dich noch. Ich bastel hier gerade ein bisschen an dem Design von dem inneren Tunnel rum. Dass alles hier gut aussieht. Fertig. Fertig, fertig, fertig. Und jetzt müssen wir hier dieses Foto da bei uns vorstellen. Da ist das Foto. Und wenn wir jetzt einen Rechtsklick drauf machen, ich mache sonst nichts, ich mache einen Rechtsklick drauf. Geil. Wird es mir in groß angezeigt, mein Foto. Oh, ah. Was hat angezeigt? Jetzt hast du drauf gedrückt, jetzt bist du da. Ah, okay. Das muss ich noch machen, dass quasi, wenn das quasi, dass das Ding deaktiviert wird, solange ein Spieler da ist. Also da müssen wir noch mal was überlegen. Müssen wir in 2 Spieler fahren? Geht nicht, Pech. Vielleicht gehabt, nein. Irgendwo sind auch die Grenzen, dann muss man sagen. Das ist schon schwer genug, was wir jetzt haben. Aber geil ist das auf jeden Fall. Man kann nämlich, ne, man muss einen Rechtsklick drauf machen, dann wird das Foto einem groß angezeigt mit dem Spielerkopf dahinter. Sehr schöne Sache. Und das soll natürlich nicht die ganze Zeit angezeigt werden, sondern nur für einen Moment angezeigt werden. Und dann wird man wieder hierhin zurück teleportiert. Das ist die letzte Sache, die noch zu tun ist. Das mache ich gleich, wenn Janus die Fotobox hier gebaut hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao, ciao.